Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Brücken auf Autobahnen ist es so ein Problem. Wenn man auf einem Autobahnstück 100 Brücken hat und nur 1% ist kaputt, dann ist die ganze Autobahn nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Deswegen sind verschiedene Statistiken über den Zustand der Brücken in Bremen und in der Bundesrepublik schwierig zu beurteilen, weil man kann sich nicht damit rausreden, dass ja, es sind ja nur 4 oder 5%, die wirklich kaputt sind, sondern das sind natürlich Nadelöhre, das sind neuralgische Punkte für den Verkehr. Und deswegen muss man da natürlich insbesondere hingucken. Und es ist, glaube ich, Verantwortung von Bund und Ländern gemeinsam, dafür zu sorgen, dass eine solche Infrastruktur nicht erodiert. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man genau hinguckt, dass man Verantwortlichkeiten sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene festmachen kann. Und deswegen finde ich es ja erstens falsch zu sagen, das ist Angelegenheit des Bundes, haben wir nichts mit zu tun. Auf der anderen Seite ausgerechnet die Landesregierung als Sündenbock hinzustellen, beschreibt das Problem auch nicht hinreichend. Die Situation ist die Brücke der Lesum, die eine Teil zumindest, ist 1949 gebaut, beziehungsweise 1956. Diese Brücke hat also schon mal ein paar LKWs auf dem Buckel. Und dass da irgendwann mal Schäden entstehen, ist für mich jetzt nicht wirklich überraschend. Auf der anderen Seite ist es so, 2015 ist die Brücke geprüft worden, regelmäßig. Das ist offensichtlich so, dass das ASV natürlich die Arbeit im Rahmen ihrer Aufgabenbeschreibung gemacht hat. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also das ASV sozusagen dafür verantwortlich zu machen, dass die Brücke kaputt ist, da köpft man den Herold, ja? Den Überbringer schlechter Nachrichten. So. Also das geht schon mal gar nicht. Aber Fakt ist, die Brücke ist 1949, 1956 gebaut werden. Bisherige Prüfverfahren haben immer gesagt, die Brücke ist in Ordnung, und offensichtlich gibt es andere und neuere Prüfverfahren oder neuere Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass man erkannt hat, diese Brücke ist im schlechteren Zustand, als man bisher geglaubt hat. Und dass man dann diese Brücke oder zumindest diesen Teilabschnitt der Brücke schließt und entsprechende Maßnahmen greift, ist natürlich völlig richtig. Das sind notwendige, wenn auch schmerzhafte Maßnahmen, um größeres Unglück zu vermeiden. Die interessante Frage, es gibt jetzt natürlich zwei interessante Fragen. Erstens, was machen wir jetzt mit der Situation? Und zweitens, muss man sich natürlich mit der Frage beschäftigen, wie konnte es so weit kommen und wie kann man das in Zukunft vermeiden? Weil es ja eben nicht nur ein bremisches Problem ist, sondern ein bundesweites Problem. Die erste Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Ist es natürlich so, nach Informationen des Spiegels sind in den Jahren 2014 bis 2018 6,8 Millionen Quadratmeter Brücken saniert worden. Das ist eine Menge. Das kann man sich anheften und kann sagen, hey, wir haben 6,8 Millionen Quadratmeter Brücken saniert, das wollt ihr eigentlich. Der Spiegel hat aber auch herausgefunden, dass eigentlich 8,8 Millionen Quadratmeter Brücken hätten saniert werden müssen. Gibt es eine kleine Lücke. Und wenn man das über 4 Jahre weiterverfolgt, dann wird die Lücke nicht kleiner. Und es ist in der Tat so, nicht nur in Bremen, bei öffentlichen Gebäuden und Straßen und bei Brücken, sondern auch bundesweit, ist es so, dass der Zustand der Infrastruktur nicht ausreichend instand gehalten wird. Und das ist natürlich ein Riesendrama, das ist sowohl ein wirtschaftliches, aber auch ein gesellschaftliches Drama. Und dieses Drama muss mal irgendwann angegangen werden. Man muss die Probleme schneller lösen. Man muss die Probleme schneller lösen, als sie entstehen. Sonst kriegt man sie nicht eingeholt. Und es reicht nicht zu sagen, hey, wir haben so viel und so viel ausgegeben, wenn es nicht genug ist. Und deswegen ist die erste Aufgabe aller Politiker und Politiker Bundes und Länder, dafür hinzugucken, wie konnte es so weit kommen, dass Autobahnen und auch Brücken in einem solchen Zustand sind. Und in der Tat ist es so,
dass insbesondere die Politik der schwarzen Null, die sogenannte Schuldenbremse, die sogenannte Sanierung, die sogenannte Haushaltssanierung auf allen Ebenen dafür gesorgt hat, dass in öffentlichen Kassen nicht genug Geld ist, um diese Dinge zu regeln und dass aufgrund von einer restriktiven Personalpolitik in vielen Fällen die Fachleute fehlen, ein solches Geld überhaupt sinnvoll einzusetzen. Das ist unterm Strich die Bilanz, die man ziehen muss und das muss dringend geändert werden. Die andere Frage ist, was machen wir jetzt in Bremen mit der Situation? Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir mit solchen oder ähnlichen Problemen auch in Zukunft zu tun haben. Und es gibt Vorschläge, jetzt den ÖPNV auszubauen. Selbstverständlich eine Lösung. Man muss über die LKWs eine Lösung finden. Und die Schwertransporte werden Schwierigkeiten haben, in Zukunft zwischen Bremen und Bremerhaven zu fahren. Auch dafür muss man eine Lösung finden. Der Wesertunnel wäre eine solche Lösung. Unglücklicherweise gibt es ihn aber auch noch nicht. Und wir stecken da so ein bisschen in der Falle. Jedenfalls, wir haben, ja, okay. Ach, tatsächlich. Und über beiden geht dieselbe Brücke? Nein? Das sind verschiedene Brücken und beide sind nicht mehr in Ordnung, stimmt's? Also, wir werden uns natürlich Gedanken machen müssen, ob man die verkehrlichen Probleme in irgendeiner Weise löst. Ja, das will ich gerne zugestehen und das muss man auch überlegen, aber es wird langfristig ohne eine solche Brücke nicht gehen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben geguckt und laut ASV dauert es ungefähr 15 Jahre, bis ein Neubau fertig ist. Das finde ich etwas zu langsam und ich finde, und es wird sozusagen auf Genehmigungsverfahren verwiesen, die so lange dauern könnten. Aber die interessante Frage ist, wenn ich eine Brücke habe, die ungefähr 1950 rum gebaut ist, dann weiß ich, irgendwann kann das sein, dass die eine neue Brücke braucht. Und ich finde, die Frage ist, warum gibt es dann keinen Plan B, also eine voreilende Planung, dass man Genehmigungsverfahren für neue Brücken, für den Fall, dass eine so alte Brücke tatsächlich neu gebaut werden muss, nicht im Vorhinein eingeholt werden. Und sollte der Fall eintreten, so wie jetzt, dass die Brücke tatsächlich kaputt ist, dass man dann diese Pläne und diese Genehmigungsverfahren, soweit das überhaupt geht, aus der Tasche holen kann und dann in der Lage ist, eine solche Brücke auch zügig zu ersetzen. Das ist die interessante Frage. Da kommt Land ins Spiel, da kommt Bund ins Spiel und über diese Frage müssten wir vielleicht gemeinsam nachdenken. Jetzt, es gibt noch eine Sache, die mich umtreibt. Die Aktuelle Stunde ist von der FDP aufgerufen worden. Und Sie haben natürlich berechtigt gesagt, wie alle anderen auch, ey, das ist ein Problem, wenn die Brücke nicht mehr in Ordnung ist und haben aufgezählt, was es für Probleme ist. Die interessante Frage ist, die habe ich mir gestellt, wäre die FDP eine Lösung für dieses Problem? Sie haben, Ihre Partei ist mitverantwortlich für eine Politik von Steuererleichterungen, von Kreditverboten für öffentliche Unternehmen und von Public-Private Partnership. Ihre Partei hat überhaupt nicht den Deut einer Lösung. Sie proklamieren immer nur das Problem und Sie selber haben in der Vergangenheit und auch heute sind Sie sozusagen die Lösung. Genau, die blasen zum Beispiel immer in die Welt, dass die Steuereinnahmen sprudeln. Ja, das stimmt. Wir haben heute mehr Steuern als vorher. Die Tatsache ist aber, dass auch in Bremen, ja, mit den hohen Einnahmen aus Steuern, wir einen Sanierungsstau von 2 bis 3 Milliarden Euro nicht in 5 Jahren aufnehmen können. Und das, obwohl die so hoch sind, brauchen wir mehr dafür. Und eine Lösung, wie sie vorgeschlagen worden ist, ja, das Sozialressort zu rasieren, damit wir Brücken bauen können, dann sanieren sie Brücken auf Kosten von Menschen, die ohnehin zu wenig haben. Das ist ihre Lösung. Und ich sage Ihnen, Sie sind Teil des Problems und nicht die Lösung. Herr Abgeordneter Rupp, gestatten Sie eine Frage des Abgeordneten Dr. Bulat? Selbstverständlich.
Herr Rupp, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass für Bundesautobahnen und für die Planung ausreichend Mittel des Bundes zur Verfügung gestanden haben und zur Verfügung stehen, die aber nicht abgerufen wurden und dass es eine Lösung gewesen wäre, dieses Geld abzurufen? Ja. In diesem Teil der Kritik stimme ich Ihnen überein. Die Frage ist, natürlich passt das zum Klassenkampf. Ich mache alles so, dass es zum Klassenkampf passt. Danke. Herr Bulat, bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt, dieses Geld alleine hätte noch keinen Neubau befürwortet. Es hätte vielleicht dafür gesorgt, dass wir Lösungen vorgehalten hätten. Und trotzdem ist es so, dass auf bundesweit die Fernstraßen und Brücken in einem Zustand sind, die deutlich mehr Mittel erfordert, als derzeit im Bundeshaushalt vorhanden sind. Und das geht ohne Kreditaufnahme nicht oder nicht ohne Steuererlösung. Und dieses Kernproblem Ihrer Argumentation müssen Sie sich irgendwann stellen. Wir wollen die Lösung. Ich will am Schluss nochmal, ja, weil Sie immer über Lösungen reden. Am Schluss will ich nochmal Ihnen sagen, Sie sagen immer, ja, wir müssen unbedingt privates Kapital aktivieren, damit wir aus der Falle der fehlenden investiven Mittel rauskommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, in Bremerhaven bauen Sie jetzt 3 Schulen. Die kosten insgesamt 113 Millionen. Nach 30 Jahren haben wir dafür 250 Millionen bezahlt nach der Vorlage der Stadtverordnetenverordnung. Und wenn das die Lösung ist, die sozusagen investiven Charakter haben und die dieses Problem der Infrastruktur lösen, dann weiß ich genau, das ist keine Lösung, das ist ein neues Problem. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unabhängig von diesen Fragen, finde ich, gibt es jetzt eine sehr konkrete Aufgabe für diese Landesregierung. Sie muss jetzt möglichst zügig und möglichst noch vor der Wahl, ja, sagen, wie man aus diesem Problem rauskommt. Sie muss die Ursachen benennen, möglicherweise auch selbstkritisch die Ursachen benennen. Sie muss dem Vorwurf begegnen, dass Geld, was wir eigentlich gehabt hätten, nicht ausgegeben worden ist. Sie muss dem Vorwurf begegnen, dass wir möglicherweise zu wenig Personal haben, das zu machen. Und sie muss dafür sorgen, dass wir Übergangslösungen und auch langfristige Lösungen aufgezeigt bekommen, die wir dann fachlich in der Deputation und in den Ausschüssen diskutieren können. Das wäre jetzt meines Erachtens der richtige Schritt. Und das ist das, was ich von dieser Landesregierung erwarte, weil sie hat die Gelegenheit, noch dafür zu sorgen, dass sie, wenn sie sagt, sie übernehmen keine Verantwortung für diese Situation, das unter Beweis zu stellen. Und das diskutieren wir. Und wir müssen im Sinne einer funktionierenden Infrastruktur eher aufhören, uns gegenseitig zu erzählen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, sondern vielleicht müssen wir mal anfangen, darüber zu überlegen, was wir in Zukunft richtig machen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.